Willkommen zurück zu Anodyne 2 Return to Dust. Im letzten Part haben wir diesen wunderschönen felsigen Strand erreicht. Waren hier auch ein bisschen out of bounds, haben ein paar Coins gesammelt, haben uns hier umgesehen. Und ich würde sagen, jetzt ist es schon soweit, dass wir, nachdem ich die Coins da hinten geholt habe, mal den ersten Dungeon hier betreten. Haben auch schon einen NPC gefunden, der sehr stark danach aussieht. Wie bekomme ich an die ran, bitte? Aber man kann da drauf stehen, alles klar. Okay. Wir haben auch schon, wie gesagt, ein paar NPCs gefunden, die so aussehen könnten, als wären sie die Dungeons. Ja. Wie gesagt, die schauen wir uns dann mal an. Ich sage es auch, wie gesagt, kann das sein? Wie gesagt. Na gut. Dann betreten wir ihn mal. Beziehungsweise sprechen erstmal mit ihm. Oder ihr. Hi. No one of import. Ho there, cleaner of the dust. Welcome to import. I am no one. The founder and mayor of this famous seaside town. Huh? You have never heard of import? Ah, well. Perhaps you have amnesia. That would make for quite an engaging tale, as it would unify your perspective with that of the players, allowing for emotional revelations about your past that shake you to your core. I myself have suffered from a bit of amnesia, or perhaps not, it is hard to say. All I know is that one day I walk on the shores of this beach, salt-soaked and bedraggled. Was that the beginning of my life? I have always been subject to sudden bouts of fainting, during which I would experience the most peculiar dreams. I heard a voice commanding me, do not create the Bocht. The Bocht is forbidden. The Bocht shall be our downfall. I became obsessed. What is the Bocht? I would wonder. I began to carry a journal with me so that I could record my speculations, and I pressed the voice for further information. Venerated dream voice, I said. If it would please you, explain to me the qualities of the Bocht, lest I create it accidentally out of ignorance. Ah, fair point, replied the voice. This you must never create. An oblong vessel curved along the bottom of size and strength enough to carry passengers upon its top surface. Thank you for your vigilance against the Bocht. Ja, meint die Boot oder was? Boat. And so my days would pass. Slowly I... Das macht doch Sinn, weil hier überall Boote sind, ne? Slowly I pieced together a finer and finer understanding of the Bocht from the admonitions of the voice. Certainly, make no such shape as has a wide surface area with hollow interior. Beware of hanging a large cloth from any tall poles which may rise from the center of your object. Seek not to bring the front side of your creation to tapered point, lest it cut through its surrounding medium with great efficiency. They began to create many different models of the Bocht, which now form the infrastructure of the town of import. And yet, as proud as I am of all my work, I still feel a bit hollow. Why was the dream voice so concerned about these mundane beautiful structures? What is the true meaning of Bocht? Sind so Boote entstanden, oder was, in Anodyne? Weil er hat ja hier ein paar schon erstellt. Fragen über Fragen. Aber er sieht interessant aus. Er erinnert mich an irgendwas. Oder irgendwen. Ich kann aber nicht sagen, an was. Ich kann ja mal ranzoomen. Irgendwas erinnert der Typ mich. Weiß aber nicht was. Naja, egal. Aber mehr sagst du nicht? Kann man nicht in dich rein? Komisch. Ja, na gut. Dann viel Spaß beim weiter Bocht createn. Eine Sache gab es noch, die man sich hier, oder die ich mir hier anschauen wollte. Und zwar dieses komische pinke Ding dort hinten. Machen wir dann das doch einfach zuerst.
Hier. Was auch immer das ist. Gehen jetzt einfach mal rein, I don't know. Ah ja. Also connecten anscheinend mehrere Dungeons in den Nexus. Hallo Time. By visiting you the Nexus Pass near the land. Ja, ja. Er sagt nichts Neues. If this portal is inactive, seek another entrance to the Nexus within a higher dimension. Ja, ist aber aktiv, also. Na gut, dann ist das wohl der nächste Dungeon, den wir hier haben. Ist das ein Charakter? Ja, sieht so aus, ne? Naja. Dann. Sorry. Hab kurz eine wichtige Nachricht bekommen. Muss ich antworten. Gehen wir rein. Pastel Horizon. Pastel Horizon. Oh, okay. Das wird anscheinend wieder ein fetter Dungeon. Drei Karten, oben ist ein Herz. Yo. Let's go. Mhm. The northern shore of the Pastel Horizon. Ah, diesmal sehen wir uns sogar auf der Karte. Okay. Only the one with the vacuum can use its suction to swiftly sail through the Pastel Horizon. Okay, ja. Hallo. Cherry, the Pastel Horizon glows pink, a rare natural beauty. This sakura grows from its water. It's been here for forever. I watch over it. Hm. You can use a raft, don't you? You can use a raft, can't you? Ja, ich will von neu bitte lesen. Fang bitte wieder an, alte Sachen zu sagen. Mann, wieso sagt ihr jetzt so viel? Genau, wo ich aus Versehen den Text geskippt habe. Hallo. Ich verstehe nicht. Warte, ich resette kurz den Raum. Vielleicht fängt er dann von neu an. Any of us are unable to use rafts. We can only wonder what's beyond the sea. Though we know the petals of this tree hold a power, they can guide us to the lost and more. The petals seem to be leading to something. Come. There was a man. He would pace the shore, staring into the water. Oddly, he'd do this every day. And I asked why he came so often. He just said, "Please don't worry. People have their reasons." So I left it at that. But one day he stopped coming. No one stays here forever. Couples stroll the shore, children swim, some stare into the horizon, some come to cry. But something was different about this man's absence. Many of us are unable to use the rafts, you can only wonder what's beyond the sea. Okay, sag's nichts Neues mehr. Okay. Ich überfliege immer den Text, wenn ich schon was gelesen habe, um zu gucken, ob die noch was Neues sagen. Aber diesmal habe ich irgendwie zu viel überflogen gehabt. Und dann erst zu spät realisiert, dass sie schon was Neues sagt. Deswegen habe ich verkackt, konnte nicht mehr gescheit vorlesen. Okay, hier brauche ich das Boot. Ich freue mich für den Dungeon. Sieht zumindest rein vom Ästhetischen her ein bisschen cooler aus, finde ich, als der letzte große. Uiuiui. Komischen Viecher. Ah, ich hätte die Spikes killen müssen, ne? Ja, okay. Zu spät gesehen. Das will ich hier aber trotzdem haben.
Schnell, schnell, schnell. Shit, okay. Dreh dich bitte nach da, Mann. So. Da wären wir. Oh, eine Schlüsselfee. Hallo. Lange nicht mehr gesehen. Ja, rufen wir das Floß. Und dann jetzt mal nach links. Sieht echt schön aus hier. Oh, hallo. Da komme ich wohl noch nicht hin. Okay, hier kann ich nochmal, falls ich hier gestrandet bin, mir noch ein Floß besorgen. Wo bin ich momentan? Ah ja, okay. Hallo. Something inside me was severed when he was cremated, as if all sense of physical connection had left. But at the same time, that wasn't what was valuable, right? Hab ich eigentlich noch meine Nase scaled? Ja, hab ich tatsächlich, okay. Sag's nichts Neues. Another calm day. No need to use the poison machine today. Was? Was für eine Poison Machine? Bist du krank? Oh, ich kann in die rein? Ja, okay, mach mal, komm, let's go. Wie hieß es nochmal? Pico Scale, ne? Uff. Wait, what? Ah, ich kann damit angreifen. Okay. Schalter. Beep beep, ocean poisoning routine on, releasing liquid crowd dispersal chemical, releasing water soluble riot suppression formula. Done. Hab ich gerade das Gift angemacht? Wir vergiften den Ocean. Kurz mal einen Ozean vergiftet. War da links jetzt noch was? Mal gucken. Nee, ne? Da steht was geschrieben. Homecoming Isle. Oh, hallo, was macht ihr hier? Tot sein. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ah, ich verstehe. Von dem Ding will man nicht getroffen werden. Jetzt bin ich wohl ganz unten. Kann man hier runterfallen? Ne, kann man nicht. Year after year I come here to pay respects to my buried ancestors. But why do I have to go through such effort, even if they raised me? There were whole communities and friend groups behind my growth. The arc of my life. I want to value that as well. Ja. Mach doch.
Ah ja. Achso, ups. Sisterhood Island. Kanchi, I saw you coming from the north. You know how to raft, don't you? That's a blessing indeed, you and that raft. One of us, Fukuchi, left the island a few days ago. She'd always be the one proposing plans to leave. She remembered the most from her past life. Astonishing inventions, new modes of travel, unbelievable stuff. Maybe she kept trying to leave because she knew what she was missing. Ich erkenne hier ein Theme. All diese ganzen NPCs scheinen irgendwie so ein bisschen melancholisch zu sein. Es geht um Vergangenheiten, um hierher kommen, um sich gut zu fühlen. Also der eine kommt hierher, um seinen gestorbenen Ancestors, also seinen Vorgängern, irgendwie Respekt zu zollen. Der eine Mann, wo man da oben gesprochen hat, mit der einen, weiß man nicht, wieso er gekommen ist. Er kam irgendwann einfach nicht mehr. Und hier will jemand weg. My past life is a blur. Flashes of colors, sounds, senses. Might be better that way, yeah? No longing to leave. Just me and the friends. Du willst dann bleiben? I'm happy to stay here. I'm happy to stay here, here. Counting the days. Being accountable to each other isn't so bad. I saw you coming in from the north. You know how to raft, don't you? Ja. Dann ist er wohl der, der bleiben will. Und seine Freundin oder Freund Fukuchi will gehen. Kuchi. Hey, don't pity me. It's our fate to spend our days on this island. We've tried to leave before, of course, but each time the Pastel Horizon conspired to return us here. So we haven't tried since. Okay, also kann man auch nicht gehen von hier, deswegen wollen die auch weg, oder was? Better off just living in safety. Fukuchi always tried leaving and look what happened to her. Oh. Poor Fukuchi, not so lucky after all. Wieder bitte mir jetzt nicht. Was ist mit dir passiert? Kurushi. And yes, that's enough supplies for all of us. Ah. No, no. We won't be selling any of these. We make them for ourselves. How would we find anyone to sell them to? To you, a wandering presence? Money's no good on this island. Aktivieren wir das Pet. Yakuchi. It's usually around this time that Fukuchi comes by with the day's harvest. I keep waiting here, expecting her to show up, but she's gone. Oh. Ach, also wollte sie irgendwie abhauen, ist dabei gestorben, oder wie? If Fukuchi's gone, that leaves me to prepare the food. I'm not as good, but I'll do my best. For years I've stared at ingredients, longing to have them, the skill to turn them into something delicious, but it's never happened. It's usually around this time, ja. Sehr interessant, die Leute hier erleben irgendwas von Gestorbenen. Also, irgendwie ist jeder gestorben, also Fukuchi ist gestorben von der Person da links, die ihre Vorfahren besucht, ist gestorben. Der Mann, der oben nicht mehr gekommen ist, ist anscheinend auch gestorben. Die dealen hier alle mit Loss. Enchi. It's rare to see a young face in these parts. No, I don't expect you to do anything for us. We're perfectly fine, yeah? No worries. If we weren't fine, we'd be skeletons. Oh, don't be so serious. It's rare to see a young man. Yeah. Die experiencen alle, wie gesagt. Tote Freunde, tote Bekannte, tote Vorfahren. Tsukichi. Oh ho, that look in your eyes. You're looking for something, aren't you? Fukuchi had that look too, and now she's gone. If you're looking for something, maybe you can find our Fukuchi and bring her back here. Well, maybe she doesn't want to return. At least show her this. She had lofty goals, but whatever she did, she would want to see this one last time. And we received Fukuchi's shell. Yeah. Wenn ich sie finde, oder ihn bringe ich sie. Ja, das ist sie, ne? Shell that belonged to Fukuchi. It said she wants it. Ja, okay, das ist sie. Gut, gerne. Ah, sieht man die ganzen Warp-Pads, ne? Dann gehe ich mal in die Mitte da. Aktiviere das Warp-Pad. Sehr interessant bisher. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall um einiges besser als diese RPG-Geschichte da. Die war halt witzig, so. Das war so eine Parodie anscheinend an die ganzen
älteren RPGs. Aber das hier hat, das hier ist deeper. Das hier ist wirklich deeper. Das hat ein deeperes Meaning. Das ist einiges interessanter, finde ich. Und es sieht auch einiges schöner aus. Das ist natürlich wieder persönliche Präferenz, aber ich finde das hier wirklich, wirklich schöner. Die Musik hier ist auch geil. Noch ein Warped. Okay, also man kommt hier auf jeden Fall gut rum, wenn ich das mal so sagen darf. Da links war nix mehr, ne? War ich ganz unten, ganz links schon? Warte, ich habe die Abkürzung. Da würde ich noch kurz hinschauen. Schon wieder vergessen, ob ich da war oder nicht. Interessiert es mich auf jeden Fall. War da der Typ, der das gesagt hat mit den... Ja, okay. Das war dann der, nehme ich an. Nein. Dann jetzt nach rechts. Windborn Cove. Von den Meta Coins, wenn du in der Meta Shop. Langweilig. Coins sind langweilig. Vor allem, ich habe immer noch nichts mehr zu kaufen. Da ist nichts Neues. Wie bekomme ich denn was Neues? Da gibt es doch bestimmt noch mehr. Ich kann doch nicht einfach so richtig viele Coins sammeln, ohne die ausgeben zu können. Dann mal hier lang. Nur nicht hier lang. Oder doch hier lang. The potential for connection with the vicious beast and a nanospark. Das aber dann erst im nächsten Part. Bevor ich jetzt in irgendwelche tieferen Sachen reingehe, Part neigt schon wieder dem Ende zu. Ich werde mir hier noch ein bisschen die Overworld angucken. Und dann ist auch schon fertig. Erstmal. Da oben ist noch ein Pad. Das kann man auch aktivieren. Haben wir dann alle, oder was? Was genau ist hier? Conductor, what are you doing? Hurry up now. Don't keep these people waiting any longer. All aboard, all aboard. Next stop, Ghost Bridge. The train rumbles down the tracks onto the water and across the surface of the pastel horizon. You there, with the vacuum. Still living? You don't seem like you have much respect for the dead. I'm sorry, but I can't let you off here. Wait till the end of the line. Nova catches sight of a few treasure chests. If only she could get off the train. Ah, yeah. If the raft is gone, summon one with a bell. Yep, ich weiß. Was war das? Ghost? Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Was Ghost Bridge? Aber ja, hier können wir zumindest mal ein paar Shortcuts aufmachen. Und eine Chest noch gönnen. 10 Meta Coins. Hm.
stop Ghost Bridge. Okay, komme ich wahrscheinlich schon irgendwann noch hin. Genau. Ich würde aber erstmal sagen, das reicht wieder für heute. Es war sehr, sehr interessant wieder. Einen neuen Dungeon betreten, einen neuen, sehr großen Dungeon. Welcher sehr viel Potenzial hat. Und ich mich sehr drauf freue. Also Leute, ich würde... Oh, die kommt ja auch mit, ne? Ich habe mich wieder erschrocken. Genau Leute, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein. Das wird nämlich hier echt wirklich cool. In diesem Pastel Horizon. Und ja. Haut rein, Leute, ne? Macht's gut. Bis dann.